Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Level von Classic Doom. Wenn ihr ein leichtes Lüftergeräusch im Hintergrund hören solltet, oder auch lauter, ich weiß es nicht, dann liegt es nicht an der PlayStation, die irgendwie rumsurrt, sondern dann ist es tatsächlich ein echter Lüfter. Es ist nämlich unglaublich warm hier. So, jetzt haben wir sie aufgeweckt. War da irgendwas? Nö. Hier vielleicht? Hat geklappt. Hier ist aber auch noch einer. Ja, ich kann keine Fässer so stehen lassen. Ich finde, das geht einfach nicht. Das haben wir jetzt alle, ne? Noch mal ein bisschen Munition. Hier ist irgendwo noch eine Art Tür oder so. Was die auslöst. Ah, guck mal. Das weiß ich gar nicht. Ich denke, ich werde das Ding erstmal nicht drücken, weil ich glaube, dann können wir mal gucken, was das auslöst. Das weiß ich nämlich wirklich nicht. Dieses hier, das ist ein Rucksack. Der Rucksack bewirkt Folgendes. Wir können bisher 50 Schuss Gewehrmunition mitnehmen. Ab jetzt können wir 100, beziehungsweise es verdoppelt sich einfach alles an Lademöglichkeiten. Oh. Also. Irgendetwas wird nicht funktionieren und wir werden dann den Schalter drücken. Natürlich wieder falsch. Hier haben wir wieder das Gewehr, das hätten wir aber schon gehabt. Und ihr seht jetzt auch 52 Schuss. Vorher hätten wir nur maximal 50 Schuss haben können. No, dieses Armor-Ding brauchen wir nicht, können wir auch nicht nutzen, weil wir schon gar nicht aufgeladen sind. Der hier ist weg. Ich glaube, das war eine von diesen Geschichten hier. Jo. Also die Steuerung verzeiht hier auch schlechtes Zielen, sehe ich gerade. Finde ich ganz gut. Und ich meine, dass hier jetzt irgendwo ein offener Zugang, also irgendwie zu nach draußen war. Ein offener Zugang zu nach draußen war. Und der ist jetzt nicht da gewesen, wie ihr gesehen habt. Aber vielleicht ist er ja. Jetzt da. Also klar. Hier ist jetzt noch nichts. Und da ist er jetzt. Ah, dafür ist es dann. Alles klar. Den nehmen wir auch noch mit. Naja, macht ja nichts. Also wirklich, es läuft unglaublich smooth. Ich meine, ich sag mal, in der heutigen Zeit, 2021, ist es ja normal, dass Spiele ganz gut laufen. Es sei denn, sie kommen raus, dann laufen sie auch scheiße. Aber damals, als Doom 1 rauskam, also. Das erste, was ich mir kaufen musste, war einen neuen Computer. Also das Spiel selber kriegte man damals noch so, mehr oder weniger. Aber die Computer waren das Problem. Sie waren nämlich überhaupt nicht ausgelastet für so eine Grafikbombe wie dieses Spiel. Und von daher, also so smooth ist das auf meinem alten DX, oh Gott, warte mal, 486, DX 486, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Mein 486er DX mit 33 MHz oder 66 MHz. Das war, glaube ich, der letzte aus dieser Ecke. Gott. Ein DX 266, genau so hießen die. Meine Güte. Das ist schon so viele Jahrtausende her gefühlt. Naja, läuft jetzt jedenfalls. Also, wir spielen es übrigens hier auf der PlayStation Pro und das kam jetzt mal raus als. Naja, als kleines günstiges Dreingabespiel. Und das finde ich sehr schön gemacht. Wenn ihr euch wundert, PlayStation, ihr werdet hier keine Controller-Geschichten sehen. Ich spiele es mit einem Konverter. Das sage ich auch nochmal gleich. Und das spielt sich übrigens wunderbar damit. Waren wir hier schon? So, gucken wir mal. Was wir hier gerade gekriegt haben, achso, hab ich gar nicht erwähnt, ist das Maschinengewehr. Auch also eine schöne Sache, aber ich muss sagen, meine Lieblingswaffe ist eher diese hier. In Doom 2, was wir auch noch spielen werden, gibt es dann noch die Doppelschrotflinte. Also hier waren wir schon. Ich glaube, wir waren hier überall schon, ne? Außer in der roten Tür. Hier dürfte der andere Zugang sein, sozusagen. Ja. Boah, ist das smooth, bin man auch total angetan. Ja, also die ersten Level von Doom scheinen doch eher der sehr kurzen Art zu gehören. Mensch. Aber wir können jetzt auch gerne mal hier das Maschinengewehr nehmen. Ist ja noch irgendwas Spannendes.
Hier ist noch ein bisschen Maschinengewehr. Und hier ist. Was war das jetzt hier? Hier irgendwas? Nö. Irgendwas ist da aufgegangen. Und so wie es aussieht, bleibt es auch auf. Also zu diesen Schaltern möchte ich nochmal erwähnen, es gibt zwei Arten davon, die sehen aber völlig gleich aus. Die ersten wie diese hier bleiben grün und das, was dann geöffnet wurde, bleibt auch geöffnet. Und bei den zweiten ist es so eine Zeitgeschichte, da muss man halt gucken, wo könnte sich das befinden und dann wie bekloppt hinrennen. Kann mich nicht erinnern, dass das eben auf war. Zwar mit einem Schuss. Wir können jetzt auch mal ein bisschen das Maschinengewehr hier nehmen. Da haben wir vier, also wir haben 400 Schuss, von daher, da müssen wir erstmal hier mal ein bisschen das Maschinengewehr entladen. Das ist aber komisch hier, ne? Könnte mir denken, dass hier irgendwas Geheimnisvolles ist. Wir haben übrigens auch eine Karte, können wir uns ja mal anschauen. Die ist hier. Was sagt uns das? Gar nichts. Das Einzige, achso, die Karte sagt uns sogar doch was. Es gibt 41 Gegner in diesem Level. Ihr seht es da oben links. Gut, das mit diesen Heiltränken lassen wir mal. Aber es gibt 6 Geheimnisse, von denen wir schon 2 gefunden haben. Und wir spielen das Spiel seit 7 Minuten, steht auch rechts unten. Das finde ich jetzt aber nicht so interessant. Na, hat der mir hier aufgelauert? Ich glaube ja. Was für eine Gemeinheit. Oh, hier ist. Oha. So, da ist schon wieder einer. Was auch ganz cool ist, die Monster können sich gegenseitig treffen. Übrigens, das hier ist ein Geheimraum gewesen, der nur aufgeht, wenn man drauf schießt. Weil ich aber hier schon wild rumgeballert habe, habe ich es quasi mitgeöffnet. Du hast einen Geheimbereich gefunden. Wo geht's denn hier hin? Hallo. Hier. Ja, ich habe tatsächlich einen geheimen Bereich gefunden, und zwar einen ganz schnuffigen. Was ihr hier seht, mal sehen, hier ist glaube ich auch noch was. Nö. Ja, könnt ihr da oben sehen. Das macht Geräusche. Sehr geile. Eine, ich sag mal, quasi wirkungslose Waffe. Muss man mal so hart sagen. Also wenn man sich selbst umbringen möchte in dem Spiel, ist das eine wunderbare Art, sich selbst umzubringen. Denn jedes Wesen, was schießen kann, und die meisten bei Doom können schießen, macht dich dann aus der Entfernung platt. Aber für diese Pinkies, die auch noch irgendwo kommen, ist das Ding wunderbar. Und naja, es macht halt auch was her. Dann mal gucken, ob wir es einsetzen können. Ich habe ja die Tasten so ein bisschen umgestellt, dass ich an den Maustasten, an den Zusatzmaustasten, kann ich jetzt vor und zurück machen mit den Waffengeschichten. Also ich mache es mal kurz, ne? Pistole, Faust, dann kommt hier die Dings hier, die Kettensäge. Faust, Pistole, Gewehr, das geht ganz gut. Also, oh, finde ich, gefällt mir. Gefällt mir. Kriegt einen Gefällt-mir-Button. Da haben wir hier noch irgendwas Fieses. Da ist noch Munition, die nehmen wir mit. Okay, hat auch nicht viel gebracht. Naja. Das nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Also 100 Gewehrschüsse können wir mitnehmen. Hallo. Das sind dann, Pistolen bzw. Maschinengewehr, Munitionsgeschichten. Also diese großen Kisten haben glaube ich 50 Schuss, die sind ganz ordentlich. Aber diese kleinen Dinger, ich weiß nicht, das 10 Schuss? Sowas. So. Ich glaube, das Programm möchte, dass ich hier mehr auf diese Geschichte eingehe. Allerdings finde ich das Maschinengewehr nicht so ganz zielführend. Ich mag es jetzt nicht so. Es ist okay. Aber ich muss zugeben, dass ich die Schrotflinte 395, jetzt habe ich es leider nicht gesehen, dass ich die Schrotflinte doch lieber mag. Warte mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Ich schieße jetzt hier mal ein bisschen, wo das mindestens 50 Schuss reinkommen könnten. Machen wir mal so. Das ist jetzt eine ungerade Zahl.
kann nur ungerade. Also 320, 370, 50 Schuss, alles klar. Und hier waren wir, glaube ich, schon. Also es geht wunderbar süß, oder? Ganz ehrlich. Ja, ich habe schon erwähnt, ich weiß. Ich mache es nochmal. Okay, hier waren wir überall. Also. Wie viel haben das jetzt eigentlich hier? 370. 305 Schuss sind es nur. Okay. Sind aber eigentlich auch für die Pistole gedacht. Also hier waren wir, glaube ich, ne, bei dem Knopf. Den haben wir ja jetzt umgedreht. Da ging das auf. Von hier kamen wir oder kommen wir von da? Nee. Das Schöne bei Doom, das habe ich auch nochmal. Oh, jetzt nochmal. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Man weiß, wo man gewesen ist. Weil man sieht, was man getan hat. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Aber das finde ich halt sehr geil. Also bei den neueren Spielen ist ja auch schon bei den, ach, auch bei den meisten, weiß ich nicht, ab Doom 3 war das ja schon so. Da sind die Leichen einfach so, hups, haben sie gemacht und waren weg. So einfach so explodiert oder so. Das finde ich doof. So weiß man wenigstens, hey, hier war ich schon. Das finde ich immer ganz wichtig. Hm, okay, gut, also. Das haben wir erledigt. Und hier waren noch ein paar Geheimräume, glaube ich. Ne, hier ist keiner. Man kann auch mal bei der Karte gucken, ob da was sein könnte. Also hier glaube ich eher nicht. Aber hier war irgendwas. Ah ja. Jetzt sind wir hier genau in den Bereich gekommen, wo wir eben die Kettensäge geholt haben. Oh, die haben wir jetzt ja schon. Üblicherweise rennt man erst hierher, sieht, hey, ich könnte eine Kettensäge kriegen. Und ja. Rennt dann nochmal quer durchs ganze Level hier, um da irgendwie hinzukommen. Mal kurz was schauen. Was haben wir denn jetzt? 3 von 6. Oha. Also sieht nicht aus, als wenn wir 6 kriegen. Oh, das war's jetzt hier, oder was? Also ich sag mal, die ersten Level sind noch recht einfach, man muss es fairerweise sagen. Also schon fast ein bisschen zu einfach, ich gebe es ja zu. Aber, ich weiß nicht, so ab Level 4, 5, 6 oder so, da geht das dann doch schon richtig zur Sache. Und da ist dann der Schwierigkeitsgrad Hurt Me Plenty schon recht okay. Also irgendwie... Das ist der andere Zugang, ist klar. Wollen wir 5 Schuss mitnehmen? Ja. Und hier geht's runter. Alter, haben wir wirklich, einiges übersehen. Och, Manu. Der hat gar keine Lust, okay. Ja, also hier wird ja wohl nichts mehr sein mit Geheimräumen und so. Das sind übrigens unsere Vorgänger, habe ich mal gelesen. Ja, die es halt nicht geschafft haben. Andere Marines. Ja, sag mal, irgendwie nur 3 von 6 ist ja auch blöd, ne? Ist ja nichts irgendwie. Ja, gut, ich gebe zu, das ist jetzt etwas blinder Aktionismus. Ja. Ja, gut, dann können wir schon mal sagen, wie viele Geheimnisse wir gefunden haben. Wollen wir einmal kurz rumgehen? Ach komm, wir gucken noch einmal um hier. Ist ja irgendwas zu sehen, was hier noch direkt da ist. Hier vielleicht noch was. Nee, nicht so auf. Den haben wir schon. Der geht natürlich wieder nach oben. Das hilft uns auch nicht viel. Tja, gut. Oh. Komm. Ein kleines bisschen gucken. Haben wir Zeit. Ist halt wurscht. Guck mal. Ja, ja, ich bin schon weg. Also hier waren wir schon. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auch noch was war. Ne. Tja. Naja, gut. Ach komm. Hilft alles nichts. Schnell. Also jetzt hier planlos rumlaufen wegen der Geheimtüren, das finde ich jetzt auch blöd. Ich würde sie schon gerne mitnehmen, ich gebe es ja zu, aber 3 von 6 ist nicht so knorke. Gebe ich ja auch zu. Vielleicht ist hier noch irgendwas.
Okay, wir schauen. Naja, das war nicht schlecht, oder? Das ist eine Banane. 50. Also wie sich das jetzt mathematisch erklärt, ach nee, doch, 3 von 6 hatten wir. Nee, dann sind wir genau 50. Ja gut, 50% ist halt wie es ist. 97% Erledigungsrate ist gar nicht mal schlecht. Und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Level, also beim dritten Level. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, lasst es jetzt da. Also klingt auch blöd, ne? Lasst es jetzt da. Naja, wie auch immer, macht es einfach. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.